liebe Leserinnen, liebe Leser. Warum führen wir Kriege, ist die Titelgeschichte dieser Woche. Der Autor Alwin Schönberger befindet sich allerdings im Urlaub. Martin Staudinger, Ressortleiter Außenpolitik, ist hier. Und Außenpolitik ist derzeit leider wahnsinnig viel los zwischen Israel und der Ukraine und. Wir wissen eigentlich, das ist auch eigentlich Teil der Covergeschichte natürlich. Ja. Man weiß momentan nicht, wohin man als erstes schauen soll vor Kriege, Krisen, Katastrophen und so weiter. Wir reden über Südsudan, wir reden über Zentralafrika, wir reden natürlich über Israel, Gaza, wir reden über die Ukraine. Der Eindruck, der da entsteht, ist, dass die Welt noch nie so gewalttätig war wie jetzt. In der Geschichte wird übrigens auch ausgeführt, dass das nicht stimmt, dass das eine Illusion ist. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen bei der Mediennutzung, bei der Verfügbarkeit von Informationen. Aber ich denke, was schon augenfällig ist und auch durch die Verfügbarkeit von Bildern, Informationen etc. wird, ist die wirkliche Brutalität, mit der Kriege geführt werden. Mhm. Wir haben übrigens diskutiert über ein Foto. Ja, okay. Ich war im Urlaub, habe mir aber gedacht, dass dieses Foto diskussionswürdig ist. Das von der ukrainischen Fotografin Maria Turchenkova gemacht wurde und von der Absturzstelle des Flugs MH17 stammt. Und das meiner Meinung nach auf sehr, sehr berührende Art und Weise den Wahnsinn zeigt. Es gibt immer wieder die Diskussion, darf man Tote zeigen? Ja, ja und nochmal ja. Die große Diskussion hatten wir bei Profil vor gut 10 Jahren. Tsunami. Natürlich darf man Tote zeigen, gerade bei Flugzeugabstürzen infolge eines Krieges oder kriegerischer Auseinandersetzungen muss man es fast, um zu zeigen, was wirklich los ist. Wer hat das Flugzeug abgeschossen? Wurde es überhaupt abgeschossen? Alle Indizien deuten darauf hin, dass es die Separatisten waren, möglicherweise mit direkter russischer Hilfe. Das ist nicht so ganz klar. Aber der Ablauf ist eigentlich unumstritten. Das Verrückte ist, welche irrsinnigen Verschwörungstheorien mittlerweile im Umlauf sind. Ich meine, die bizarrste davon lautet, dass es in Wahrheit der im Indischen Ozean verschollene Flug MH370 war, der irgendwie über Diego Garcia, das ist die amerikanische Luftwaffenbasis im Indischen Ozean, dorthin geschickt wurde, dann ferngesteuert. Kompletter Quatsch, wird aber in Russland von Medien verbreitet und in Russland auch durchaus ernst genommen. Ein Wort oder zwei Worte zu Israel, Gazastreifen, Hamas? Ich glaube, man muss wirklich Selbstbetrachtung und Selbstkritik betreiben bei der Berichterstattung. Die Grenzen sind fließend, die Grenzen werden rasch überschritten, aber das sollte Kriege nicht... Am Krieg an sich, oder? Nein, ich meine jetzt zum Antisemitismus, so, zum Vorwurf des Antisemitismus. Ja. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich glaube, es darf nur auch nicht den Willen verstellen, diesen Konflikt genauso zu bewerten wie andere Konflikte. Gut, danke. Bitte. Viel Vergnügen, nicht Interesse beim Lesen dieses Profils.